Guten Tag, herzlich willkommen zurück zum Kreativbauen-Projekt. Wir machen ja eine Rollenspielwelt und jo, ich habe mich noch ein bisschen, ja, arbeitsmäßig hier bestätigt, also ein bisschen ausgebaut, kleine Details eingefügt, Bäume richtig gepflanzt und ja, eine Brücke gebaut, die noch ziemlich hässlich aussieht. Also, ja, ich wollte eine Bogenbrücke machen, das ging mit Half Steps richtig schlecht. Also das sah ja zu blockartig aus. Also es war richtig abgehakt, manchmal flach, manchmal dünn, manchmal dick und ja, war nicht so erfolgreich. Deshalb habe ich noch eine kleine schnelle Brücke gebaut und überlege mir nochmals, was am besten ja, geht. Sonst könnt ihr gerne Hilfe geben. Wir könnten sie auch so lassen. Also, ja, es sieht einfach von unten nicht hübsch aus. Ich weiß nicht, wie ich das am besten machen soll. Hier unter der Brücke. Einfach, naja, die sind zu dick. Irgendwie. Gut, heute wollen wir ein bisschen planen und ja, zuerst einfach ein bisschen noch anschauen etwas. Und ja, vermessen, also, ja. Einfach, wo wir das nächste Gebäude, also ein bisschen markieren. Gut, also wir nehmen eine Wolle. Die Wollen sind immer so weit unten. Dabei sind sie so wichtig im Kreativmodus. Ja, wir nehmen Orange zum Königreich passend. Ja, bei den Königreichen war es ja früher so, wenn man nichts zu bekämpfen hatte, war man gegenseitig im Krieg. Und das ist jetzt nicht mehr zwischen den Füchsen und den Ziegen. Anbeter oder Helfer eher. Aber es ist natürlich schon klar. Machen wir mal hier durch einfach irgendwie einen Weg. Hier kommen nämlich die Felder hin, das ist deshalb hier irgendwie der Weg. Ja, und da haben wir schon das erste Problem, weil wir hier nicht gut runterkommen. Also der Baum muss leider weg. Also ich habe hier schon so einen Baum, der ein bisschen schöner aussieht. Also der kann weg. Ist jetzt nicht unbedingt so wichtig hier. Eigentlich könnten wir wirklich so einen weiten Weg hier runterbauen. Weil eigentlich, ja, geht der Hauptweg da drüben. Der kann ein bisschen flach sein. Gehen wir lieber wieder hier ein bisschen weiter am See entlang. Und dann haben wir wirklich viel Platz, irgendwas zu bauen. Also wir machen jetzt mal noch nicht weiter hier. Weil hier könnte wieder das Größeste kommen. Hier könnte eigentlich eine Kaserne hinkommen. Ich wollte ja eine im Wald machen, aber da brauchen wir Platz für Magie und Holzfäller und so. Wir können auch die Wiese, also die Bäume einfach ein bisschen mehr entfernen und dafür ein bisschen mehr Wiesenfeeling hier machen. Sieht sicher auch schön aus, weil die Ebenen, die sind natürlich ein bisschen heller, grasig, heller farbend. So, hier könnten wir auch dann noch ein Haus hinmachen. Eine Mine könnten wir hier machen. Oh, das wäre die geilste Mine, wenn wir hier eine Mine bauen. Da müssen wir vielleicht den Berg hier ein bisschen wegschneiden. Also planen wir das auch mal noch. Richtig schön. Also ich möchte es einfach so natürlich wie möglich machen. Das ist natürlich schon sehr schwer, aber denken, wir müssen nicht vorwärts machen. Also wir haben noch kein Zeitlimit. Wenn wir jetzt ein wirklich erfolgreiches Projekt wären, also ich erfolgreich wäre oder das Projekt auch erfolgreich wäre, dann würde ich vielleicht viel schneller machen, auch mit Hilfe von euch, dass es viel schneller geht. Aber ja, ich kann mir noch ein bisschen Zeit machen. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig so. Aber dann wird es umso schöner und vielleicht locke ich dann auch ein paar Leute natürlich an. Aber für mich ist es eben nicht unbedingt, dass also jeder darf natürlich Freude haben oder keine Freude haben. Freiheit ist natürlich schon wichtig. Ja, wir sehen, wo das Haus hinkommt. Dann machen wir hier schön ein paar Erze hin und so, wo gefördert wurden. So Waggons können wir eigentlich nicht so gut machen, außer wir tun die irgendwie auf Schienen, die nur auf dem Waggon, also unter dem Waggon sind.
Ja, also ich will kurz mal das noch zeigen hier. Der Dorfbewohner ist irgendwie ein bisschen abgehauen von Zombies und hat einfach mein Bett genommen als Schlafplatz. Ist ein bisschen doof, wenn man hier irgendwo schlafen will. Er ist wieder hier drin. Okay, also. Ja, einen Boden habe ich gemacht. Hier eine Geschichte. Die könnt ihr gerne ein bisschen vorlesen. Also hier muss ich beginnen. Aber es ist natürlich nichts Professionelles, es ist einfach ein bisschen kurz gefasst. Ja, ich kann es natürlich schon ein bisschen expandieren und verändern. Da dürft ihr gerne ein bisschen, ja, Feedback geben. So, der Ofen musste ich wegnehmen. Den Ofen können wir hoffentlich wieder gut hinbauen, ohne dass er der Beruf einfach wechselt. Räucher. Oder wir könnten einfach einen normalen Ofen machen, aber das macht natürlich mehr Sinn. Essen. Gut, hier habe ich dann ein bisschen am Bach gemacht. Ist schon fast ein Fluss hier. Mal schauen dann, wo der hinführt. Und hier möchte ich gerne noch ein bisschen den Fluss verbreitern, also zeigen. Und der Wasserfall irgendwie ein bisschen schöner machen, vielleicht hier rauslassen und dass er gerade runter geht und nicht so auf die Seite geht, wie hier die zwei. So, ich habe kein Bett. Schnell schlafen hier auf dem Baum. Oh Gott. So. Ja, dieses Projekt, das hilft mir sehr fürs Entspannen. Ich war eigentlich sonst immer so richtig zielgeradig am stressig bauen und einfach viel schöner bauen. Lernen müssen, zwingen und alles Mögliche. Ich habe nicht so gerne gebaut, immer wieder. Also manchmal immer wieder. Also manchmal kurz. Aber nach einiger Zeit hatte ich immer keine Lust und das ist jetzt momentan nicht mehr so. Weil man einfach auch ein bisschen die Zeit nehmen kann. Nicht gerade so von Mitspielen und so abhängig ist, dass das Haus endlich fertig ist, dass wir das vergleichen könnten oder sonst irgendwie. Messen tue ich mir nie mit anderen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mir ein bisschen mehr Mühe mache mit dem Gebäude bauen und so weiter. Oder, ja. Ey, mir ist es mir eigentlich egal, aber zeigt schon, dass ich doch ein bisschen mehr machen kann. Nur einfach keine Lust manchmal hatte. Die Langeweile schon ein bisschen da war. Da könnten wir auch noch etwas machen. Das ist eben so eine geile Höhle. Eigentlich die obere ist geiler. Aber die untere, die führt halt so schön nach oben. Sind die verbunden? Die sind wirklich verbunden. Was könnte man hier bauen? Keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht drauf, was da hinkommen könnte. Ein Turm. Ein Wachturm. So richtig geil hier rum. Das ist ein Bogen. Und dann hier drauf. Ein Aussichtswachturm. Späturm, sagt man, glaube ich. Also, ja, ist ja eigentlich ein Späturm dann. Hier haben wir ja gesagt, gehen wir hier rüber mit einer kleinen Brücke. Eigentlich sind ja die Brücken immer so klein wie möglich. Da wird auch sehr schön etwas platzieren. Muss ich mir noch Gedanken machen, das möchte ich jetzt nicht machen, sonst habt ihr gar nichts vom Spiel. Ja. Vom Part, weißt du. Und gibt es nicht bei den Minen manchmal so Türme, so Fördertürme, aber das ist jetzt auch nicht mehr so mittelalterlich. Aber können wir ja machen, weil wir ja nicht mittelalterlich zentriert sind, sondern nur ein bisschen bauen möchten für den Anfang. Weil Antik und so könnten wir dann auch noch machen, aber vor allem dann modern und Zukunft und so weiter. Eigentlich den schnellen Fortschritt pro Weite, wie wir expandieren machen oder so. Damit einfach der Fortschritt, wie man gegen die Zombies und so
ankommt. Also die Zombies würde ich vorstellen, die Skelette würde ich vorstellen und dann einfach im Nähe die Schweine, also meine Zombies. Dass wirklich die normalen Piglins dann auch in die Welt, in die Oberwelt kommen, um uns zu helfen vielleicht, oder es ist halt einfach der Geiz. In anderen Filmen und Spielen sind es vielleicht irgendwelche Paladine oder so, die geizig sind. Aber wir haben dann die Piglins. Das ist doch wunderbar. Ja, jetzt weiß ich einfach nicht weiter. Also hier noch einen Weg zu machen, ist nicht so, ja, auf einen Feldweg. Ja, wir müssen hier die Bäume entfernen. Der große Baum, den entfernen wir auch. Er ist nicht verbunden. Das ist gut. Wir entfernen ihn nicht. Wir entfernen aber den kleinen hier. Also ich weiß jetzt gerade nicht gut so weit. Also ich brauche unbedingt ein bisschen Hilfe. Jetzt bin ich da ein bisschen lost, bis wir da einfach beim Dorf sind. Beim Dorf, das weiß ich ganz genau, was ich bauen werde. Also das Dorf wird so richtig gallisch. Asterix, Obelix-artig sein. Aber mit größeren Gebäuden, die sind so richtig klein im Film. Ich kenne die Comics nicht, aber die Filme kenne ich. Weil ich auch ein bisschen Gérard Depardieu-Fan war, habe ich die geschaut. Und ja, auch ein bisschen witzig gefunden natürlich. Ist froh gewesen über die Filme. Aber natürlich echt kein Asterix und Obelix. Obelix, sorry. Nicht Deutsch ist, Kollege. Düdüdüd. Das sind so richtige unbekannte, also jemand, der nichts kennt, Fehler. Obelix sagen. Das tönt einfach irgendwie ein bisschen besser. Wir könnten ein Easter Egg einbauen. Ich bin sowieso sehr dafür, dass wir viele Easter Eggs reinbauen. Es gibt eine Art Geschichte von einem Mann, der heißt Drago Basler. Ich kann auch gerne eine Geschichte machen über einen anderen, sehr ja, aktiven Zuschauer. Und dann ja, muss man die suchen und dann bekommt man die Geschichte in Kapitel, also pro Buch oder ein Kapitel. Und da erfährt man viel über die Hintergrundgeschichte, wie die Leute so leben oder denken, die auch in die Welt reingeportet werden durch das Portal und eigentlich vom Real Life sind. Und das seid ihr, das dürft ihr sein. Ich mache mir sehr viel Mühe da. Das ist richtig toll, aber der Baum hier nicht. Ja, doch. Der Baum ist auch toll. Weil, also von hier unten. Hier könnten wir auch noch etwas hinbauen, weil die Minenarbeiter, die tun natürlich auch gerne Urlaub machen, Pausen machen. Das ist wichtig für die. Die müssen leider weg und sind auch nicht so gut platziert vom Editor, also vom World Generator. So. Und ja, die halt. Ist schade, dass wir hier einfach den ganzen Wald wegmachen müssen, aber das ist nun mal leider so. Das geht ja hier. Nein, der geht nicht. Der ist zu nah dran am Birken. Das geht nicht. Da müssen wir ersetzen. So. Also gut. Das ist auch mal hoffentlich fertig werden. Ja. Also, dann machen wir den Weg einfach hier entlang. Der muss also weg. Und der. Dann ist das wirklich sehr hübsch hier. So, eine Schaufel brauchen wir. Wir machen natürlich das mit einer Holzschaufel. Wir sind natürlich die Oberprofis. Ich möchte gerne hier ein bisschen breiter wieder werden.
Und hier wieder dünn hoch. Das ist so der typische Feldweg. Ich muss es noch eins breiter machen. Wir brauchen drei. Jetzt möchte ich da wieder normal machen. Kann man da wieder Gras hin machen, bitte? Mach Gras hin, liebes Spiel. Hilf mir. Ich bin sehr, sehr überarbeitet. Ja. Gut, dass wir Knochen mehr haben, damit wir mehr Arbeit haben. Das ist natürlich auch klar. Typischer Anfängerfehler. Ja. Der größte Anfänger, den es gibt. Weiß nicht mal, wie man eine Schaufel benutzt. Gut, dass die Schaufeln auch gehen. Ist halt auch wieder ein bisschen die Sensibilität, die einfach ein bisschen stören tut. Ach nee. Der gefällt mir da. Das ist richtig wild. Natürlich fahren hier keine Autos durch, also eigentlich müsste der mittlere nicht sein. Aber das gefällt mir irgendwie sehr. Ich sogar nochmal so ein bisschen breiter werden und dann hier wieder ganz dünn. Und hier so dünn machen. Und richtig wild, also ich mache den wieder hin. Den. Das leider nicht. Der hier. Mann, das ist einfach nichts denken, sondern machen. So richtig? Ja, der Weg wird so wilder. Wenn ihr denkt, ihr müsst wild bauen, dann wird es nicht wild. Also, ich habe es einfach beim Ding, Bach gesehen dort hinten. Es wird einfach nicht wild. Sieht aus wie platziert. Und dann hat man das viel besser gemacht, wenn man einfach macht. Und dann fertig. Also im nächsten Part kommen halt die Weizenfelder hin. Ich muss immer mit Fichten bauen. Mir gefällt das Eichenholz einfach immer noch nicht mehr. Das ist mir einfach zu alt. Machen wir zwei Felder. Ne, wir machen einfach hier. Einfach mal. Ja. Da haben wir das Problem mit der Birke. So, richtig schön wild aussehen lassen. Ich hoffe, es wird nicht zu wild, aber ihr müsst ja bedenken, das ist relativ neu. Alles, das Haus ist zerstört worden von Zombies und dann wieder aufgebaut worden, einfach in der Schnelle. Also da muss man einfach diesen Baustil noch ein bisschen verändern. So, Gartentor. Da mache ich hell. Gartentor sieht schön aus und das. Genau. Wunderbar. Dieses Gras gefällt mir auch mega. Also direkt vom Editor, vom Generator. Also alles so lassen. Jetzt müssen wir das Wasser machen. Wir müssen irgendwie bewässern und das machen wir am besten einfach so längere. Nicht effizient, sondern schön. Guten Tag, liebes Huhn.
hier raus. Geh aus diesem Garten raus. Kann leider nicht mehr so gut. Ja, das ist nicht so richtig. Also ich kenne die Gärten, die alten Gärten damals. Einfach so, dass wir immer, dass man immer so Linien hatte und völlig kreuz und quer. Gar nicht irgendwie, ja, industrial und so richtig quer verschoben. Ich hoffe, das reicht hier mit der Meite. Ja. Okay, dann haben wir eine Hocke zu nötig. Auch wirklich mit sehr edlem Design aus dem Mega-Holz des magischen Baumes. So, und dann machen wir einfach Felder, ein paar Felder wieder wirklich zu ja, Gras. Damit es ein bisschen wilder aussieht, aber das müssen wir ein bisschen überlegen. Und dann können wir das pflanzen. Tut manchmal irgendwie nicht gerade das Wasser gut treffen. Huhn. Ich sag dir. Ja. Ich sag dir was. Du kannst ein bisschen fliegen. Also ich hoffe, es geht. Nein, ich muss es. Es wird sofort sterben. Ich glaube, der Bug ist immer noch da, dass die Hühner sterben, wenn man sie wieder zum Landen bringen tut. Ja. Der Dorfbewohner habe ich mit dem Boot zurückgebracht. Da gibt es so einen Trick, wo man den Dorfbewohner recht schnell da durch Ding bringen kann. Ich kann leider nicht durch hier. Hm. Willst du daneben hocken? Du darfst in der Freiheit daneben sein. Die haben kein Ding, Sozialverhalten. Leider. Es wäre so geil, wenn die einfach wieder reingehen würden, weil die anderen da drin sind. Ja, es sind auch keine Schafe. Schafe sind intelligent. Im Real Life. Schöne Herdentiere, ich mag Schafe. Ja, das ist natürlich eher nicht so dolle hier. So, wir machen hier. Leider geht da hier nicht Gras. Wir können es aber auch so lassen, dass. Wie macht man sonst Gras? Eine Vogelscheuche. Ja, danke. Wenn ich nicht. Da wollte ich einsetzen. Eine Vogelscheuche ist natürlich wichtig. Ja. Könnte ich dann noch färben in schwarz? Der, ja, in eine normale Vogelscheuche. Ich gebe ja mal keine Hose und keine Schuhe oder noch Schuhe. Ne, Schuhe sind nämlich bei der Vogelscheuche nieder. Muss auch noch überlegt werden. Das sieht schön aus mit dem Gras, aber ich mache mir da noch ein paar Grasfelder hin. Ja, die zwei auch. Und einen nicht. Ja, den machen wir nicht, das Gras. Gut. Also dann. Ja, säen und alles Mögliche mache ich dann mal selber. Das müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Tick Rate anhabe oder aus oder schnell oder langsam. Ich habe irgendwie etwas umgestellt beim Generieren, damit man einfach dieses wilde Zeug sieht und das Essen halt dann einfach anders haben muss. Also
auch sammeln und kaufen muss und so. Ich glaube, es ist nicht an. Also, ich kann es jetzt leider nicht zeigen. Ich glaube, es geht nicht. Also, dass wirklich alles nicht tickt. Damit einfach die Sachen auch ein bisschen wilder aussehen können. Wie das eben im Essen geht, wahrscheinlich müsst ihr angeln dann oder sonst irgendwas. Aber ich werde genug Nahrung natürlich auch irgendwo hinstellen und sowieso irgendwo zu Hause bei einem NPC werden da viel Essen sein, wenn ihr dann nötig seid. Gut, im nächsten Part und im übernächsten Part oder so kann ich dann auch ein bisschen mehr erzählen, was ich so als Rundspiel gedacht habe, wie ihr besser werdet oder ja, was ihr auch machen dürft oder sonst irgendwas. Dann gibt es ja da oben dann die Regeln, alles Mögliche. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Hat wirklich wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Kann ja sein, dass es auch ein bisschen langweilig ist, wenn man jetzt nur plant oder ja nicht gerade so viel bauen konnte. Also ich konnte einfach nicht so viel bauen, weil halt auch noch ein paar weniger interessante Sachen machen müssen. Aber gut, das ist natürlich je nachdem mit Feedback. Wenn ihr Feedback gebt, dann ist es natürlich schon viel besser für euch. Also wird dann immer wieder besser. Weil ich weiß ja auch dann, was euch gefällt und was nicht. Jetzt kann ich es nur erahnen. Gut, aber mehr muss ich ja nicht sagen. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss.